Okay, also du unterstellst mir jetzt gerade, dass ich dich betrogen habe, mich von einem anderen habe schwängern lassen und dir noch ein Kind unterjubeln möchte? Sag mal, ja, wie soll es denn sonst passiert sein? Hey, babe. Du weißt schon, dass Paula aus dem Haus ist, ne? Ja. Und ich hätte da so eine kleine Idee, was wir machen können. Okay. Wenn du Lust hast. Klar, komm mal her. Dein Telefon. Telefon. Ach so, das ist die Arztpraxis, Schatz. Es geht um die Ergebnisse meiner Spermaprobe. Da muss ich auf jeden Fall ran. Okay. Gleich wieder zurück. Ja, Jemas? Guten Tag, Herr Jemas. Dr. Schweighoff hier von der Urologie. Haben Sie kurz Zeit? Ja, hab ich. Ja. Denn die Ergebnisse sind da auch dieses Ich habe nicht so gute Nachrichten. Die Qualität und die Anzahl ihrer Spermien sind leider sehr schlecht. Und es ist nahezu ausgeschlossen, dass wir auf natürlichem Weg Kinder zeugen können. Es tut mir wirklich sehr leid. Was? Wie bitte? Ja, ich bin noch dran. Ja, aber wie kann das sein? Das muss doch ein Missverständnis sein. Ich verstehe das nicht. Ich weiß, dass ich das so gehört. Sie haben ja auch schon zwei Kinder, aber ja. Leider ist es so, dass bei Männern in ihrem Alter es durchaus möglich ist, dass die Anzahl der Spermien und die Qualität nachlässt und ja, dass sie leider keine Kinder mehr bekommt, eben auf natürlichem Weg. Aber ich würde vorschlagen, kommen Sie einfach zu mir in die Sprechstunde und dann besprechen wir alles Weitere, weil es gibt heutzutage sehr viele Möglichkeiten, wie es doch auf einen Weg machen könnte. Ja, okay, ich komme mal vorbei. Alles klar, danke. Aber vielen Dank und wieder schönen Tag noch. Na? Na, Mensch. Wie sind deine kleinen Schwimmerchen? Ja, die haben noch keine Ergebnisse. Die melden sich nochmal. Noch keine Ergebnisse? Und ja. Deswegen haben sie dann angerufen? Keine Ahnung, weil es halt vielleicht noch ein bisschen länger dauert. Deswegen wollten sie mir schon Bescheid geben. Und es ist alles in Ordnung bei dir? Ja, alles okay. Ja. Okay, dann können wir jetzt weitermachen, wo wir gerade anfangen wollten, oder? Ja, schon. Aber mir ist eingefallen, Schatz, dass ich zu meinen Eltern muss. Die haben irgendwie Probleme mit dem Internet. Okay. Und dann muss ich mich drum kümmern. Und dann, ja, Eltern und Dings ist nicht so mit Stimmung. Klar, verstehe. Okay. Mhm. Holen wir nach, ja? Ja, ja, ich habe ja damit gerechnet, dass ich nicht die Spermaqualität eines 20-Jährigen habe. Aber da Nina erst vor ein paar Monaten schwanger war, hätte ich auch niemals daran gedacht, jetzt mit Platzpatronen zu schießen. Ja, viele Erklärungen gab es dafür nicht. Außer, dass Nina vielleicht doch nicht ganz ehrlich war. Bei euch ist alles in Ordnung? Alles klar. Hey, Nina. Hey. Super. Dankeschön. Na, Großer. Was machst du? Nix, einfach so ein bisschen rumsurfen. Ein bisschen rumsurfen? Spermienqualität? Kinderzeugen? Was ist los, Mann? Es geht um meine Spermienqualität. Ja, und? Ja, und? Ey, heute Morgen hat mein Urologe angerufen und meinte, dass ich quasi nur mit Platzpatronen schieße. Und er hat mir so quasi auch eine Befruchtung nahegelegt, eine künstliche. Dass hier nichts mehr funktioniert oder so. Ja, ich meine, Medizin ist ja heute weit, dass du mit so einer künstlichen Befruchtung halt auch gute Chancen hast. Ist halt nur ein bisschen teuer. Aber Nina war doch schwanger. Ja, genau. Nina war schwanger. Und das ist noch nicht mal 4 Monate her. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass ich in dieser kurzen Zeit irgendwie unfruchtbar geworden bin, oder? Deswegen verstehe ich hier nicht und jetzt rattert es hier die ganze Zeit und... Aber was meinst du denn jetzt? Meinst du Nina? Ich will es gar nicht aussprechen. Ja, ich weiß es doch auch nicht. Aber kann ja gut sein. Keine Ahnung. Boah, Nina. Hey! Sind hier nicht auch im Bild? Nass draußen. Ja. Schön, dich zu sehen. Lange her. Super. Was ist sie da am Flirten oder was? Naja, ist halt nett. Super. Ist nett, ja. Die ganze Zeit, keine Ahnung, lächeln und hinterher gucken. Ja, gibt's doch nicht.
Nina. Hallo. Hey. Tuschelt ihr? Nein. Nein? Quatsch, tuschel nicht. Nee, wir reden so über Gott und die Welt. Dies okay. Und das und ja. Okay. Magst du einen Kaffee oder sowas? Nee, danke. Ich bin auch gleich wieder weg. Okay. Nicht gebacken. Was bist du? Oh Gott. Hey, hallo? Hör mal, siehst du das? Was ist das hier so? Bist du im Kaffee oder sowas? Bist doch total flirty, ey. Ja. Scheiße. Ja, lange her, ey. Ey, hey Mario, ey, was ist denn, wenn sie einen anderen Typen gehabt hat und von ihm schwanger gewesen? Ja, wie geht's dir denn? Boah, ey, das ist echt schon harter Tonball. Zum nächsten Mal. Ich kam mir selbst total bescheuert vor. Aber es ging mir nicht in den Kopf, was wäre, wenn Nina mich doch betrogen hat. Du, ich bin eben auf der Toilette. Ja, ja. Okay. Ciao. Tschüss. Macht's gut. Was wird das? Nichts. Dein Telefon hat geklingelt. Ich wollte gerade dran gehen, aber... Ah ja. Bin irgendwie... Mein Telefon hat geklingelt, ja? Ja. Das sah mir aber nach was ganz anderem aus. Sag mal, spionierst du mir irgendwie hinterher? Ja, ich musste mich halt nur über etwas vergewissern. Über etwas vergewissern? Ja. Okay, raus mit der Sprache. Worüber? Ja, komm mal mit, bitte. Okay. Jetzt bin ich echt mal gespannt. Es ist so, okay? Mein Arzt hat gesagt, dass meine Qualität, also die Spermienqualität, nicht so gut ist und dass es wenig sind und dass ich auf natürlichem Wege gar keine Kinder mehr bekommen kann. Wie bitte? Ja, so ist das. Und dann frage ich mich halt, wie du im letzten Oktober schwanger geworden bist. Weißt du, das geht mir die ganze Zeit durch den Kopf und ratter, ratter, das ist es. Okay, also du unterstellst mir jetzt gerade, dass ich dich betrogen habe, mich von einem anderen habe schwängern lassen und dir noch ein Kind unterjubeln möchte? Sag mal, ja, wie soll es denn sonst passiert sein? Also ich meine, bei mir funktioniert es ja anscheinend nicht. Und dann bist du trotzdem schwanger, dann macht man sich halt irgendwie Gedanken, oder? Meinst du nicht? Ja, was denn? Boah, du kannst mich mal echt. Ey. Zum nächsten Mal. Ciao. Schönen Tag noch. Tschüss. Danke. Hey, Babe. Wo gehst du hin? Ins Lager. Yilmaz? Hallo? Hallo, Herr Yilmaz. Ach, hallo. Genau, Dr. Schweiger. Genau, ja. Tut mir wahnsinnig leid, mein Anruf vorhin. Es gab eine Riesenverwechslung mit Ihren Spermien. Herr Yilmaz, ist alles in Ordnung. Das war von unserem Patienten. Meine Sprechstundenhilfe hat er leider was durcheinander gebracht. Okay. Meine ehemalige Sprechstundenhilfe. Ja. Genau, und ja, mir tut es wirklich wahnsinnig leid. Bei Ihnen ist alles wunderbar. Ausreichende Anzahl an Spermien, super Qualität. Super. Die eigene Vaterschaft sollte auch nichts im Wege stehen. Perfekt. Pardon nochmal und ja. Einen schönen Tag. Alles klar, danke Ihnen. Bis dann, tschüss. Gern. Tschüss. Bis dann, ciao. Oh Mann. Hey, hey. Was ist denn? Es tut mir wirklich leid. Schatz, der Arzt hat gerade nochmal angerufen und meinte, dass sie irgendwas verwechselt haben. Und mein Spermien ist alles okay. Die sind 1A. Und ja, ich durfte so nicht mit dir reden gerade und reagieren. Es tut mir wirklich leid. Aber ich habe ja auch nicht wirklich daran geglaubt, dass du mir irgendwie fremdgegangen wärst oder so oder bist. Ach was. Das hat sich aber vorhin ganz anders angehört. Ciao. 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 Ja, es tut mir leid, wirklich. Mit so einer publiken Entschuldigung ist es nicht erledigt. Kenner, du hast in meinem Handy rumgeschnüffelt. Ja, ich weiß.
Und du hast mir ernsthaft unterstellt, dass ich dich betrogen habe und dass ich dir ein anderes Kind unterjubeln wollte. Ey, Babe, warte doch mal bitte. Nee, ich warte nicht. Ich bin jetzt mit Svenja verabredet und habe ehrlich gesagt keine Lust mehr darüber zu reden. Wann sollen wir denn darüber reden, Schatz? Keine Ahnung. Hey, Nina. Hey. Was ist los? Ich grüß dich erstmal. Hi. Boah, ich bin fassungslos. Also, stell dir mal vor, du bist ein Mann. Schwierig, aber okay. Okay, also rein hypothetisch. Du erfährst, dass du zeugungsunfähig bist, hast aber vor ein paar Monaten deine Frau geschwängert. Was würdest du dann denken? Wahrscheinlich, dass meine Frau von einem anderen Mann ein Kind erwartet. Echt jetzt? Wir reden jetzt aber nicht von Kindern, oder? Ja, mein Urologe hat gerade wieder angerufen und meinte, dass sie irgendwie Telefonnummern vertauscht haben. Und dass meine Spermien 1A sind. Ja, ist doch gut. Ja, ist gut, aber ich konnte mich irgendwie nicht zurückhalten und hab Nina angemacht. Mehr oder weniger unterstellt, dass sie mir nicht treu gewesen ist. Das fand sie natürlich nicht so cool. Ich habe mich versucht zu entschuldigen, aber sie bockt total ab. Und natürlich verzeiht sie mir nicht, ist ja auch klar. Ich weiß nicht, was soll ich denn jetzt machen? Ich fände es auch total scheiße, wenn Mario mir unterstellen würde, dass ich ihn betrogen habe. Auf der anderen Seite, überleg doch mal. Ich meine, er hat gedacht, er ist zeugungsunfähig und seine Frau bekommt ein Kind. Was würdest du denn dann denken? Im ersten Moment. Ja. Ja, ich weiß auch nicht. Ich bin gerade ein bisschen hin und her gerissen. Also auf der einen Seite verstehe ich dich natürlich, jetzt so, wenn du mir das so von der anderen Seite erzählst. Aber auf der anderen Seite, er hat mir unterstellt, dass ich ihn so betrügen könnte. Ja. Und hat in meinem Handy rumgeschnüffelt und so, weißt du? Das, oh, keine Ahnung. Das war wahrscheinlich die einzige Erklärung für ihn. Ja. Wollen wir mal das Gedankenkarussell ein bisschen ausschalten? Eine Runde shoppen gehen, Kaffee trinken, irgendwas machen? Ja. Und dann redest du nachher noch mal mit ihm in Ruhe? Gute Idee. Machen wir. Ich war so dermaßen enttäuscht und traurig über Kennans Verdacht, dass ich ihn betrogen haben könnte. Ja, Svenjas Worte haben mir dann jedoch ein bisschen die Augen geöffnet. Und ich habe es versucht, von der anderen Seite zu sehen, wie ich mich wohl fühlen würde an seiner Stelle. Keep blowing my mind, keep blowing my mind. Now I'm no longer the same. And you are to blame. Perfekt. Hey. Hey. Hey, Babe. Hey, ich wollte mich noch mal bei dir entschuldigen. Es tut mir wirklich leid. Ich habe Essen gemacht. Magst du? Wir sollten erst mal reden. Okay. Babe, es tut mir wirklich leid. Ich meine, war einfach ein Missverständnis. Du kannst dir dein Gerede sparen. Wie? Kennern, wirklich. Hey, Schatz, aber ich kann doch nichts dafür. Ich meine... Was? Was ist denn jetzt los? Oh Gott, ich wollte dich einfach nur ein bisschen ärgern. Oh, ey, ich muss Gott. Mich entschuldigen bei dir. Schatz, mir ist das Herz in die Hose gerutscht. Das kannst du doch nicht machen, Mensch. Ich wollte dich nur kurz ein bisschen ärgern. Oh. Und ich muss mich entschuldigen bei dir, weil ich hab dir echt Unrecht getan. Ich weiß nicht, wie ich reagiert hätte in dieser Situation. Wahrscheinlich ähnlich wie du. Oh, danke, Schatz. Danke, dass du so verständnisvoll bist. Boah, ey, da fällt mir echt ein Stein vom Herzen. Ich meine, ich habe ja auch nicht wirklich daran geglaubt, dass du mich irgendwie mal betrogen hättest oder hast. Es war einfach nur diese dumme Info vom Arzt. Der hat einfach keine anderen Rückschlüsse zugelassen. Das war einfach mega verwirrend und... Ich glaube, wir sollten diese Missverständnisse jetzt einfach lassen. Okay. Und wir sollten dann stattdessen feiern, dass die Jungs da funktionieren. Und ich hatte auch schon eine Idee, wie wir das machen. Ja, aber ich habe Essen vorbereitet. Das kann man. Okay. Komm mal her. Honey, when you come to my, that's when you hear me up. That's
made me feel a little closer. Just when I started thinking, it's like a force we can't explain. Work like a man. Das ist für dich, Kräne. Wieso? Es hat doch gar keiner. Ja, nur Geburtstag. Hat keiner Geburtstag, was soll denn? Guck mal, das ist für dich. Ja. Erklär mir mal bitte, Herr von Großkotz. Ja, wo hast du denn die ganze Kohle her? Wir wissen auf jeden Fall, wer das jetzt gewesen ist. L.E.A. mit den Kotz. Diese kleine Verräterin. Das ist ihr Handy. Das kannst du nehmen. Du bist ja ein guter Freund von ihr, kennst bestimmt auch ihr Passwort. Ja. Kannst dich selbst von überzeugen. Alter, woher habt ihr das Handy, Mann? Du bist so eine krasse Lügnerin, weißt du das eigentlich? Du sagst mir die ganze Zeit, sie sollen ehrlich zueinander sein? Ja, weil ich vielleicht auch nur ein Mensch bin, verdammt nochmal. Darf ich auch mal Scheiße bauen? Darf ich auch mal Fehler machen?